Markus Eisenbechler ist in dieser Hinsicht viertplatzierter, hat es jetzt mit ordentlich auf in dem unteren Teil zu tun. Dafür ist der Anlauf wohl trotzdem nicht passend, selbst bei diesem starken Aufwind jetzt im unteren Teil. Jetzt wird es ein bisschen besser, dann wird es grün. Das ist jetzt gut für Eisenbechler, der diese Chance kann, mag. Und wenn er sich auf die Luft legen kann, jetzt in diesem Teil, dann kann das noch weit nach unten gehen. Jawohl! Eisenbechler, dann ist es auch nicht mehr so schlimm, dass er die Landung nicht hinbekommt. Hallo, ist das wieder mal ein Auftritt von ihm? 140 Meter tatsächlich. Okay.